Matteo Bandello. Lucrezia aus Vicenza ist in Bernardo Losco verliebt und schläft mit ihm und mit zweien seiner Brüder. Wie der Herr Pirro sehr richtig bemerkt hat, können wir ohne Anwesenheit der gnädigen Frau den beabsichtigten Frieden nicht schließen. Darum wird es nicht übel getan sein, die Zeit, damit sie rasch vergehe, in vergnüglichen Gesprächen hinzubringen. Wohl wäre es möglich gewesen, dass uns der Stoff zu solcher Unterhaltung hätte fehlen können, wenn nicht Herr Alessandro dafür gesorgt hätte, dass ihr Nahrung zufließe. Er brachte mir einen ähnlichen Fall in Erinnerung, der vor nicht allzu langer Zeit in meiner Vaterstadt sich ereignete. Ich weiß nicht, ob jene Frau aus Mantua den drei Brüdern mit Willen den Mörser geliehen hat, oder ob sie durch eine Täuschung dazu gebracht wurde, wie die Frau aus Vicenza, von der zu erzählen ich beabsichtige. So sage ich euch denn, dass in Vicenza unter dem Adel, den es dort gibt, die Familie der Loschi immer einen ehrenvollen Platz eingenommen hat, sowohl durch ihren alten und in Ehren erworbenen Reichtum, wie auch durch die tüchtigen und vaterlandsliebenden Männer, die aus ihr hervorgingen. Unter diesen war Herr Francesco Losco, der zur Gattin eine Edelfrau aus Trivici hatte, welche ihm einige Söhne gebar. Wie Losco seinen Tod herannahen fühlte, machte er ein Testament, setzte seine Frau zur Vormundschaft der Söhne ein und ging dann ins ewige Leben hinüber. Die ehrsame Dame beweinte über die Maßen den Tod ihres Gatten. Sie liebte die Kinder und stand mit allem Fleiße dem Hauswesen vor. Der älteste der Söhne, der den Namen Gregorio führte, war schon in den Sprachwissenschaften unterrichtet. Sie sandte ihn nach Padua, ließ ihn dort mit aller Sorgfalt sich weiter ausbilden und dann nach Pavia gehen, wo er im kirchlichen und gemeinen Rechte sehr gelehrt und berühmt wurde, worauf er nach Vicenza zurückkehrte und hier wegen des erworbenen Wissens großes Ansehen genoss. Nun blieben noch vier Söhne, deren einen sie zum Kleriker bestimmte. Einen anderen behielt sie bei sich, damit er zu ihrer Entlastung die häuslichen Angelegenheiten besorge. Die zwei übrigen waren Zwillingsbrüder und einander so ähnlich, dass nicht nur Fremde den einen vom anderen zu unterscheiden nicht imstande waren, sondern sogar die Leute im Hause, ja die eigene Mutter selbst, es kaum vermochten. Den einen der beiden, der Giacomo genannt war, stellte die Mutter, da er sehr lebhaft und zu allem geschickt war, in die Dienste des Monsignore Francesco Soderini, Bischofs von Vicenza und Kardinals der Heiligen Kirche. Der andere, Bernardino genannt, weilte zu Hause in Vicenza. Nun waren die beiden Brüder, abgesehen davon, dass sie einander äußerst ähnlich sahen, zwei ausnehmend hübsche und kecke Jünglinge, wie sie ihre Vaterstadt bisher kaum hervorgebracht hatte. Von der Schönheit des Bernardino hingerissen, verliebte sich in ihn Frau Lucrezia aus Vicenza, die Gattin eines recht reichen Doktors. Das Anwesen der Brüder Loschi lag im Stadtviertel von San Michele, nahe dem Stadttor, und da es in jener Gegend viele Klöster von Mönchen und Nonnen gibt, in deren einem eine Verwandte der Lucrezia lebte, mit welcher sie sehr vertrauten Verkehr pflog und die sie oft besuchte, ging sie häufig nach dem Kloster und musste im Hause der Loschi vorübergehen. Als nun Lucrezia eines Tages dort des Weges kam, sah sie Bernardino unter dem Tore stehen, und es war ihr, als erblicke sie einen verkörperten Engel. Sie verliebte sich so glühend in ihn, dass ihr eine Stunde wie 1000 Jahre erschienen, ehe sie sich nicht mit ihm zusammengefunden hätte. Darum begann sie häufiger als gewöhnlich die Nonne zu besuchen, damit sie dabei Bernardino erblicken könne. Und wenn sie ihn sah, blickte sie ihn lieblich an, sie wechselte die Farbe und mitunter seufzte sie auch. Der Jüngling, der es gewahr wurde, dass eine schöne Dame ihn holdselig anblicke und ihn mit Wohlgefallen betrachte, tat sich darauf viel zugute. Weil er aber in Liebesdingen keine Erfahrung hatte, denn er hatte noch nicht sein 16. Lebensjahr vollendet, ließ er es sich nicht angelegen sein, der Dame den Hof zu machen oder ihr irgendeine Botschaft zukommen zu lassen. Sie brannte darauf, dazu eingeladen zu werden, wonach sie in hohem Grade begehrte und was sie dem Jüngling von Herzen gerne zugestanden hätte, und fand sich in recht übler Stimmung, da sie bemerkte, dass er nicht darauf einging. Sie war ungefähr 30 Jahre alt, von schlankem und wohlgebildetem Körper, von weißer Haut, mit lachendem Gesichte, mit verliebten Augen, die zwei lebendige, leuchtende Sterne schienen. Nachdem sie also in dieser Weise nicht nur Tage, sondern sogar Monate gewartet hatte und sah, dass der Jüngling ihr keine wie immer geartete Botschaft zukommen ließ, da sprach sie häufig zu sich selbst. »Wartet er darauf, dass ich es tun soll? Was ist das für eine Narrheit von mir, mich so heftig in so einen einfältigen Jungen zu verlieben, der meine Liebe nicht einmal bemerkt? Soll ich mich dazu herablassen, dass ich ihn selbst auffordere? Soll ich so wenig auf meinen Ruf bedacht sein, dass ich ihm schreibe oder eine Botschaft sende? Wer weiß, ob er sich darüber nicht vor anderen lustig machen und seinen Spott mit mir treiben würde. Und wenn er sich schon meinem Wunsche gefügig zeigt, so bin ich sehr im Zweifel, ob ich ihm nicht als einem Mann,
den ich dazu bitten musste, wie ein gemeines Weib erscheine, und ob er nicht glaubt, dass ich mit meinem Körper Handel treibe. Ach, welche Torheit von den Frauen und von mir besonders, dass sie sich, wie ich es getan habe, in den Kopf setzen, einen bartlosen Jüngling zu lieben. Wissen sie denn nicht, dass so junge Herren keine Erfahrung und keine Voraussicht haben? Diese Bürschlein lieben meistens sehr rasch und ihre Liebe hat ebenso rasch ein Ende. Ich weiß sehr gut, dass ich, wenn ich auf einen Mann in meinem Alter meine Liebe geworfen und ihm auch nur ein halb so freundliches Gesicht wie diesem simplen Burschen gezeigt hätte, schon 1000 Briefe von ihm erhalten hätte und meiner Liebe froh geworden wäre. Wie viel besser hätte ich daran getan, den vielen Bitten und Botschaften des Herrn Gregorio, seines älteren Bruders, Gehör zu geben, welcher eine so heftige Liebe für mich bezeigt hat, mir mit so großer Sorgfalt den Hof machte und unglücklich mich anschmachtete. Er ist sicherlich nicht so einfältig wie sein Bruder und nichtsdestoweniger ein schöner, erfahrener Mann und wäre sicher nicht mit den Händen im Gürtel dagestanden wie jener. Ich hätte ihm nur einen ganz kleinen Wink geben müssen und er hätte mich verstanden. Er hätte mir 1000 Liebesvergnügungen verschafft, um deren Zustandekommen ich mich nicht hätte bemühen müssen. Er hätte mich nicht im Widerstreit mit meiner Ehre gelassen. Ich hätte mich nicht den ganzen Tag vor Sehnsucht verzehren müssen und er hätte meine Wünsche befolgt. Während die Dame solche Erwägungen bei sich anstellte, wartete sie nichtsdestoweniger darauf, dass der Jüngling sie aufsuche. Da sie aber bemerkte, dass sich keine ihrem Wunsche gemäße Wirkung einstellen wollte, ward sie ungeduldig, die heftigen Flammen der Liebe zu ertragen, in denen sie sich elend verzehrte und keine Ruhe fand, und beschloss daher, sich selbst zu helfen. Sie hatte eine sehr erfahrene, verwegene und recht ansehnliche Dienerin und erwog es, sich dieser anzuvertrauen. So nahm sie denn eine passende Gelegenheit wahr und sprach ihr also: »Meine liebe Basqua«, dies war nämlich der Name der Magd, »ich habe dich immer als eine ergebene und treue Dienerin kennengelernt, und wenn du mein Vertrauen rechtfertigen willst, dann will ich so handeln, dass du zufrieden sein sollst.« »Madonna«, antwortete die Magd, »ihr könnt mir alles sagen und sollt mich immer treu und verschwiegen finden.« »Wenn dem so ist«, entgegnete die Herrin, »dann sage mir, ob du weißt, wo das Haus der Loski ist, an dem wir oft vorübergehen, wenn wir uns in das Kloster meiner Base begeben.« »Gewiss weiß ich es«, sagte die Magd. »Und was wollt ihr dort?« »Ich will«, entgegnete die Dame, »dass du mit dem Jüngling sprichst, den wir so häufig unter der Türe stehen sehen und von dem ich dir so oft gesagt habe, dass es in Vicenza keinen schöneren Knaben gibt als ihn. Ich bin so heftig in ihn verliebt, dass ich, wenn du mir nicht hilfst und es bewirkst, dass ich mit ihm schlafen kann, fühle, dass ich sterben muss. Wenn du ihn unter dem Tore siehst, dann sieh zu, dass du, wenn es möglich ist, mit ihm ins Gespräch kommst und ihm von mir etwas sagen kannst. Wenn du siehst, dass er nicht abgeneigt ist, gib ihm zu verstehen, wie sehr ich ihn liebe und wünsche, dass er der meine werde, wie ich die seine bin.« Die Magd versprach nach dieser trefflichen Anleitung, die Hühner mit größter Sorgfalt zu tragen. Sie schob die Angelegenheit nicht allzu lang auf, sondern ging 2 oder 3 Mal an dem Hause vorbei und begrüßte Bernardino mit einer gewissen sichtlichen Vertraulichkeit. Aber der Jüngling, der wenig Erfahrung in Liebesdingen hatte, erwiderte kühl ihren Gruß und sprach nichts. Die Magd, die entschlossen war, ihrer Herrin gut zu dienen, fand eines Tages Bernardino ganz allein unter dem Tore, begrüßte ihn und sprach zu ihm also: »Ihr tut allzu groß und würdigt es bei weitem nicht genug, dass eine Dame euch liebt, wie ihr eigenes Leben. Es steht euch nicht wohl an, jemanden, der euch so liebt, so wenig zu achten.« »Und wer ist diese Dame, von der ich so wenig Notiz nehme?«, fragte der Jüngling. Nun knüpfte die Magd mit ihm ein längeres Gespräch an und erzählte ihm von Anfang an die ganze Geschichte der Liebe ihrer Herrin und den Wunsch, den sie ihr leidenschaftlich kundgetan hatte. Sie fügte 1000 heiße Bitten hinzu, damit der Jüngling sich entschließe, die Frau zu lieben, die ihn so sehr liebte. Der Jüngling war noch niemals in ein ähnliches Kreuzfeuer geraten. Als er die Magd hörte, da fühlte er, wie sein ganzes Blut von Ader zu Ader strömte und wie ihm mit einem kalt und heiß wurde. Als sie aber ihren Bericht geendet hatte, sprach er zu ihr: »Kehre zu deiner Dame zurück und empfiehl mich ihr gar sehr und sage ihr, dass ich beeilt sein will, zu tun, was sie immer wünscht, damit ich erfahre, wo und wie ich mit ihr sprechen kann.« »Macht euch darüber keine Sorgen«, erwiderte die Magd, »ich will euch Stunde und Weg kundtun, mit meiner Dame zu sprechen und euch mit ihr zusammenzufinden. Ihr wisst, dass unser Garten an das Gässchen dort hinten grenzt, welches sehr einsam zu sein pflegt, weil niemals oder selten jemand hindurchgeht. Ihr könnt ohne die geringste Gefahr, wenn es 2 oder 3 Uhr nachts ist, euch dorthin mit einer Leiter begeben, um die Mauer zu übersteigen und in den Garten zu gelangen. Dort begebt euch unter die Laube und wartet, bis ich komme euch holen. Der Herr ist verreist, und sobald ich bemerkt haben werde, dass alle im Hause schlafen gegangen sind, werde ich euch in das Zimmer der Dame führen, wo sie mit ihrem kleinen Kinde schläft. Ihr könnt die ganze Nacht bei ihr bleiben, ohne etwas zu befürchten.
Aber die Dame bittet euch, auf ihre Ehre, die sie in eure Hände legt, wohl Acht zu geben und verschwiegen zu sein. Bernardino sagte, dass er alles nach Wunsch befolgen wolle, dass er aber für jeden Zwischenfall, der sich ereignen könnte, einen sehr vertrauten Diener mit sich nehmen wollte. Die Pasqua, die auch fühlte, dass sie nach irgendetwas Verlangen trug und die nicht während die Dame beschäftigt sein würde, müßig bleiben wollte, fügte sich in den Wunsch des Jünglings und tat alsbald die getroffene Abrede ihrer Herrin kund, die äußerst erfreut mit allem zufrieden war. Bernardino seinerseits war sehr glücklich darüber, von einer so schönen Dame geliebt zu werden, und erwartete die Nacht, wobei ihm eine Stunde so lang erschien wie ein Jahr. Er wählte von den Dienern den erprobtesten und treuersten, der Fernante hieß, und verständigte ihn von seinem Vorhaben. Als nun der junge Liebhaber merkte, dass gegen 2:30 Uhr alles im Hause in nächtlicher Ruhe lag, ließ er Fernante eine Leiter auf den Rücken nehmen, die dieser schon vorbereitet hatte, und begab sich mit ihm an den von der Magd bezeichneten Platz, ohne irgendjemandem zu begegnen. Dort stiegen die beiden über die Mauer und in den Garten herab und begaben sich unter die Laube. Kaum waren sie angelangt, als die schlaue Magd hinzutrat, Bernardino an der Hand ergriff und ihn in das Zimmer der Herrin führte, nachdem sie vorher dem Fernante gesagt hatte, er möge ein wenig warten. Als Frau Lucrezia den Jüngling in ihr Zimmer eintreten sah, umarmte sie ihn sogleich, schlang ihre Arme um seinen Hals, küsste ihn 1000-mal zärtlich auf den Mund und sagte ihm, »Bist du da, meine Seele und mein Herz? Ist es wahr, dass ich dich umschlungen halte? Oder träume ich nur? Küsse ich wirklich diesen honigsüßen Mund, diese rosenroten Lippen, diese süßen Wangen? Ach, mein Herz, wie hast du mich leiden lassen? Wie oft hast du mich sterben lassen, bis du dich meinem Wunsche gefügig zeigen wolltest?« Die Dame schwamm in einem Meer von Wonne und strahlte vor übermäßiger Freude, da sie einen so schönen Jüngling, dem kaum der erste Flaum sproßte, in ihrem Bereich hatte. So konnte sie nicht satt werden, ihn zu küssen, zu streicheln und sanft zu beißen. Bernardino seinerseits küsste und streichelte sie. Hierauf entkleideten sie sich, stiegen ins Bett und genossen miteinander zärtlichen Vergnügens. Während die beiden Liebenden sich also unterhielten, ging die gute Pasqua, der es nicht wohlgetan erschien, dass Fernante allein bleiben solle, ihn aufsuchen und begann mit ihm ein Gespräch, das nicht viel anders endete, wie die Vereinigung des Mars mit der Venus, und damit sie sich bequemer vereinigen könnten, führte sie, wozu sie schon die Erlaubnis erhalten hatte, ihn zu ihrem Bette, welches im Zimmer der Dame aufgeschlagen war. Wenn die Dame einbrachte, was ihr bisher entgangen war, so kann ich euch versichern, dass die Pasqua auch keine Zeit verlor. Als dann die Dämmerung heranbrach, da erhob sich Bernardino und Fernante, beratschlagten zuerst mit den Frauen über die Art und Weise, wie sie sich hinfort zu verhalten hätten, und begaben sich auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren, wieder nach Hause zurück. So gingen mehrere Monate ohne Zwischenfall dahin, und die Liebenden ließen es sich so wohl sein, wie es auf der Welt nur möglich ist. Dann aber geschah es, dass Bernardino wegen einiger Prozesse nach Venedig reisen musste, wo er längere Zeit zu verweilen gezwungen war. Dies war ihm und der Dame äußerst kränkend, aber sie mussten sich darein finden. Als Bernardino, der Fernante mit sich genommen hatte, schon lange Zeit mit seinen Streitsachen in Venedig zugebracht hatte, kam sein Bruder Giacomo aus Rom nach Vicenza, um dort einige Tage Urlaubs zu verbringen. Eines Tages nun stand Giacomo unter dem Tore, als Madonna Lucrezia, die sich ins Kloster begab, am Hause vorbeiging, ihn sah und es für sicher hielt, dass er Bernardino wäre, der von Venedig nach Hause zurückgekehrt sei. Die Dame grüßte ihn, aber Giacomo, der sie nicht kannte, erwiderte ihren Gruß nur durch ehrerbietiges Abnehmen seines Baretts. Als dies die verliebte Dame bemerkte, da wusste sie sich nichts anderes zu denken, als dass Bernardino gegen sie erzürnt sei oder dass er sich in Venedig in eine andere verliebt habe und sich nicht mehr um sie kümmern wolle. Sie schritt in großer Eile zum Kloster, kehrte von dort gleich wieder um, ohne mit ihrer Verwandten gesprochen zu haben, und sah auf dem Rückwege, wie Giacomo noch unter dem Tore seines Hauses verweilte. Sie grüßte ihn zum zweiten Mal und sprach ihm mit leiser und zitternder Stimme, »Seid mir 1000-mal willkommen!« Weil aber einige Leute in der Nähe vorbeigingen, hatte sie nicht den Mut, stehen zu bleiben, sondern setzte ihren Weg fort in der sicheren Überzeugung, dass der Jüngling, der unter dem Tore stand, ihr Bernardino sei. Giacomo, der kurz vorher aus Rom zurückgekehrt war, war der festen Meinung, dass die Dame ihn begrüßt habe, weil sie sich in ihn schon verliebt habe, bevor er nach Rom gegangen sei. Nichtsdestoweniger erinnerte er sich, dass sie niemals von ihm irgendeine Kunde gehabt haben konnte. Er dachte die verschiedensten Dinge darüber, konnte aber der Wahrheit nicht nahe kommen und wusste nicht, was er ihr sagen sollte. Darum kehrte er ins Haus zurück und sagte lächelnd zu seinem Bruder Gregorio, dem Doktor, »Ihr wisst noch nicht, dass eine schöne Edelfrau sich schon in mich verliebt hat und in weniger als einer halben Stunde mir 2-mal die holdseligsten Grüße der Welt zuwinkte. Das Schöne aber daran ist, dass ich sie nicht kenne, und da ich mich allein unter dem Tore befand
konnte ich auch keinen der Diener hinter ihr herschicken, um auszuspähen, wo sie wohnt. Und ich glaube beinahe, dass ich, wenn ich ihr wieder begegnen würde, sie vielleicht nicht erkennen würde. Oh, sagte Gregorio, du willst aber hoch hinaus. Weil du einige Tage in Rom verbracht hast, glaubst du, dass jede Dame, die dich sieht, sich in dich verliebt? Anderes willst du wohl nicht, Brüderlein. Unter solchen Reden verbrachten sie die Zeit. Nun trug sich aber Madonna Lucrezia mit der festen Überzeugung, dass der Jüngling, den sie unter dem Tore begrüßt hatte, Bernardino gewesen sei, und da sie stark beunruhigt darüber war, dass er gegen sie vielleicht erzürnt sei, und um dies aufzuklären, befestigte sie an einem Fenster das übliche Zeichen, das sie dort anzubringen pflegte, wenn Bernardino kommen sollte, um bei ihr zu schlafen. Aber sie war um den Erfolg betrogen, weil Giacomo dem Zeichen keine Beachtung schenkte, und selbst wenn er es gesehen hätte, wie hätte er wissen können, was es bedeute? Als die Dame nun bemerkte, dass des Nachts ihr Bernardino nicht erschien, da kränkte sie sich über alle Maßen und tat nichts als ihr Unglück beklagen und konnte sich nicht denken, wodurch sie ihren Liebhaber so schwer beleidigt hätte. Darum hielt sie es für zweifellos sicher, dass er sich in Venedig in eine andere verliebt habe und nichts mehr von ihr wissen wolle. Sie beschloss aber, sich völlige Gewissheit zu verschaffen und zu sehen, ob es nicht möglich sei, mit ihm zu einer Unterredung zu gelangen und den Grund dieser seiner Erzürnung von ihm zu erfahren. Darum rief sie die Magd zu sich und sprach zu ihr unter Seufzern und Tränen. »Ich bin, meine liebe Basqua, in großer Betrübnis darüber, dass ich kaum daran zweifeln kann, sondern es vielmehr für sicher halten muss, dass Bernardino sich nicht nur nicht mehr um mich kümmern will, sondern sogar in größtem Grimm gegen mich lebt. Nun weiß ich weder, noch kann ich mir irgendeinen Grund dafür vorstellen, außer, dass er es mir hätte übel genommen haben können, dass ich ihn allzu sehr geliebt habe. Er ist aus Venedig zurückgekehrt, ich habe ihn zweimal gegrüßt und es erschien mir, als kenne er mich nicht mehr. Das übliche unter uns vereinbarte Zeichen habe ich an das Fenster gehängt, aber ihm ist es gar nicht eingefallen zu kommen. Gott weiß und kann es dir für mich sagen, welches Leid mir daraus erwächst. Ich möchte nur, dass du siehst, ob du ihn treffen kannst. Bitte ihn doch hoch und teuer und sage ihm, dass es sich herbeilassen soll, mir die Gunst zu erweisen, dass ich einmal mit ihm noch sprechen kann und dass ich ihn wie gewöhnlich erwarten wolle, wenn er heute Nacht käme. Nun geh, meine liebe Pasqua, und führe es aus, wie ich Vertrauen in dich habe. Die Magd versprach, alles sorgfältig zu tun, sie schob die Angelegenheit nicht auf, tat, als ob sie nach dem Kloster gehen wolle, und sah unterwegs Giacomo ganz allein unter dem Tore. Als sie ihn erblickte, dachte auch sie, es sei ganz gewiss Bernardino, so ähnlich war einer dem anderen. Sie trat vor ihn hin und sprach zu ihm, ohne ihn jedoch beim Namen zu nennen. »Meine Herrin Madonna Lucrezia bittet euch aus ganzem Herzen, ihr möget diese Nacht belieben, euch zu einem Gespräch mit ihr einzufinden, und sie erwartet euch ganz zuverlässig.« Giacomo folgte ihr ein paar Schritte und antwortete ihr mit den Worten, »Wohin willst du, dass ich kommen soll?« Darauf erwiderte sie gleich, »Habt ihr euer Gedächtnis verloren, dass ihr nicht mehr den Weg findet in unseren Garten durch das Gässchen da hinten? Und unter der Laube mich erwartet, bis ich euch holen komme?« Und ohne weitere Worte setzte sie ihren Weg fort. Herr Dr. Gregorio, der aus seinem Studierzimmer in den Torweg trat, um ein wenig Luft zu schöpfen, sah Giacomo mit der Basqua insgeheim verhandeln. Er wusste nur allzu gut, wer sie war und in wessen Dienste sie stand, da in Madonna Lucrezia, wenn auch unglücklich, verliebt gewesen war. So fragte er den Giacomo, was er mit dieser Frau zu schaffen habe. Der Jüngling dachte an nichts weiter und sagte dem Bruder Wort für Wort alles, was er mit der Magd gesprochen hatte. Der gute Doktor dachte, dass Donna Lucrezia sich in Giacomo getäuscht habe und in Wirklichkeit in Bernardino verliebt sei, da er die Worte der Pasqua nicht in einem anderen Sinne deuten konnte. Darum wollte er nicht davon abstehen, sein Glück zu versuchen und zu sehen, ob es ihm nicht glücken könne, durch irgendeine Täuschung eine Nacht zur Seite der Dame zu schlafen. So sagte er denn zu Giacomo, »Ich bin gewisslich zu glauben geneigt, dass diese Edelfrau heftig in Liebe für dich entbrannt ist. Wie du siehst, ist sie eine schöne und ehrbare Dame, und du musst alles tun, um sie dir erhalten zu wissen. Vor allem darfst du dich nicht den Dienern anvertrauen, die in den meisten Fällen sehr leicht geneigt sind, die Liebeshändel ihrer Herren zu offenbaren, woraus sehr häufig die ärgsten Skandale entstehen. Mich will es bedünken, dass du am besten tust, nicht ohne mich hinzugehen, da ich sehr gerne dir in jeglichem, was dir zustoßen könnte, beistehen werde.« Der Jüngling versprach, seinen Rat zu befolgen. Als nun die Nacht gekommen war, nahmen sie eine Leiter und gingen alle beide nach dem Garten, stiegen über die Mauer und streckten sich still unter der Laube aus. Nun war es die Gewohnheit der verliebten Dame, im Zimmer ein Licht entzünden zu lassen, bis dass ihr Buhle sich bei ihr im Bette befand. Darum schmückte sie sich in jener Nacht, als sie ihn erwartete, um ihm bei Licht schöner als gewöhnlich zu erscheinen. Wenn sie dann im Bette lagen, pflegte die Pasqua das Licht auszulöschen und Fernante hereinzuführen, gemäß dem Auftrage der Herrin, die, ich weiß nicht warum, von Fernante nicht im Bette gesehen werden wollte. Als nun die geeignete Stunde herangekommen war, ging die Magd die Stiegen hinab und in den Garten. Da die Nacht finster war und unter der Laube noch viel dunkler, ging sie nicht weiter, sondern fragte mit leiser Stimme,
»Wo seid ihr?« Auf diesen Ruf trat Giacomo vor und antwortete, »Hier bin ich.« Darauf fragte sie ihn, wo sein Gefährte sei. »Hier bin ich«, antwortete Herr Gregorio. »Geht nur voraus, ich komme schon nach.« Die Magd nahm Giacomo an Bernardinos Statt an der Hand und machte sich auf den Weg nach dem Zimmer. Als sie eintreten wollte, bemerkte sie, dass auch Herr Gregorio mit eintreten wollte. Darum stieß sie, nachdem sie Giacomo hatte eintreten lassen, den Herrn Gregorio, den sie für Ferrante hielt, mit der Hand vor die Brust und sagte ihm, »Warte ein wenig, bis ich dich holen komme. Hübsch eins nach dem anderen. Du scheinst unsere Gepflogenheiten ganz vergessen zu haben.« Nach diesen Worten trat sie ins Zimmer, um der Dame und dem Jüngling beim Auskleiden behilflich zu sein. Herr Gregorio, der wusste, dass sein Bruder Bernardino, wenn er in Vicenza weilte, sehr häufig des Nachts mit Ferrante ausgegangen war, erwog die Worte der Pasqua und hielt es nun für sicher, dass Madonna Lucrezia in Bernardino verliebt sei und dass sie durch die Ähnlichkeit der beiden Brüder getäuscht worden sei. Da Giacomo ein sehr liebenswürdiger Weltmann war, begrüßte er bei seinem Eintritt in das Zimmer die Dame ehrerbietig, die, als sie ihn sah, ihm eifrig entgegenlief, ihn eng umschlang, vielmals küsste und dann zu ihm also sprach. »Glücklich, wer euch sehen kann, nun sind es schon so viele Tage her, dass ihr in Vicenza seid, und ich weiß nicht, aus welchem Grunde euch so rar gemacht habt, dass ihr euch kaum jetzt wollet sehen lassen, und was noch schlimmer ist, ihr habt, als ich euch dieser Tage begrüßte, mich nicht einmal einer Antwort gewürdigt.« »Liebste, gnädige Frau«, erwiderte Giacomo, »ich habe in der Tat wenig Anstand an den Tag gelegt, aber ihr sprachet mich so unversehens an, als ich gerade tief in meine Gedanken versunken war, dass ich stark meine Pflicht gegen euch versäumte. Hier aber habt ihr mich in eurer Gewalt. Nehmt an mir jegliche Rache, die euch beliebt, der ich immer euer gehorsamster Diener sein will.« An der weltmännischen Sprache des Jünglings hätte die Dame die Täuschung bemerken und klar erkennen können, dass es nicht Bernardino sei. Aber die Ähnlichkeit im Antlitz der beiden Brüder war so groß, dass sie nur damit beschäftigt war, die Schönheit des Jünglings zu betrachten und seinen ungewohnten Worten keine Beachtung schenkte. Nachdem ihnen die Pasqua beim Auskleiden behilflich gewesen war, begaben sie sich zu Bette, in welchem Giacomo eine Probe als tüchtiger Kavalier ablegte, aber mit viel mehr Liebeskunst, als Bernardino es zu tun pflegte, weil Giacomo in Rom viel nichtsnutzige Streiche gelernt hatte, im Küssen sowohl wie auch im Übrigen. Als die Pasqua das Licht verlöscht hatte, ging sie hinaus und holte Herrn Gregorio hinein, der, obwohl es ihm nicht gerade wohl gefiel, statt bei der Herrin bei der Magd liegen zu müssen, nichtsdestoweniger die ganze Nacht die Eilpost ritt. Hernach erhoben sich die beiden Brüder bei Zeiten und kehrten nach Hause zurück. Nun geschah es, dass der Gatte der Dame, der lange Zeit fern von Vicenza geweilt hatte, nach Hause zurückkehrte, da es ihm gelegen kam, dass er eine schöne Besitzung, die er auf dem Lande hatte und wo er den größten Teil der Zeit zu verweilen pflegte, gut verpachten konnte. So wohnte er denn in Vicenza und benahm seiner Gattin die Möglichkeit, sich mit ihrem Buhlen zusammenzufinden. Darob führte sie ein gar trauriges Leben und konnte sich auf keine Weise trösten, da sie immer ihren Sinn auf Bernardino hatte. So war es ihr auch ein sehr großes Missvergnügen, bei ihrem Gatten schlafen zu müssen, und dieses Unheil erschien ihr umso schlimmer, weil nunmehr durch seine Gegenwart alle Hoffnung benommen war, sich jemals mit ihrem Liebhaber vereinigen zu können, oder doch nur sehr selten. Andererseits plagte Giacomo, dem die Umarmungen der Dame äußerst lieb geworden waren und unendlich behagt hatten, die Pasqua jeden Tag mit den holdesten Bitten und denkbar leidenschaftlichsten Worten, einen Weg zu finden, dass er wieder mit ihrer Herrin zusammenkommen könne. Die Pasqua tat alles ihrer Herrin kund und sprach zu ihr, »Madonna, mich jammert gar sehr das Leid, das Bernardino den ganzen Tag ertragen muss, da er sich nicht mehr mit euch zusammenfinden kann. Mit seinen holdseligen Klagen könnte er die Steine zum Mitleid erweichen, und mir bricht schier das Herz vor Mitgefühl, das ich für ihn empfinde.« Mit solchen und ähnlichen Botschaften goss die Magd Öl in das Feuer ihrer Herrin, die den ganzen Tag sich das Gehirn zermarterte und nichts anderes dachte als daran, einen Weg zu finden, ihren Mann hinters Licht zu führen und ihren Buhlen kommen zu lassen. Als sie die Schlechtigkeit ausgedacht hatte, da besprach sie sich mit der Magd, und da sie beide den Weg richtig befanden, beschlossen sie, den Plan in die Wahrheit umzusetzen. Nun gab Madonna Lucrezia vor und sprengte das Gerücht aus, dass sie schwanger sei. Und um diese ihre geheuchelte Schwangerschaft besser zu beglaubigen, begann sie reichlich und mehr als gewöhnlich zu spucken, beklagte sich über Leibschmerzen und gab häufig vor, erbrochen zu haben. Sie tat auch, als hätte sie den Appetit verloren und wäre jeglicher Nahrung so überdrüssig, dass sie an keiner Speise Geschmack finden könne. Der arme Gatte ließ jeden Tag Geflügel ins Haus bringen, wie es die Jahreszeit mit sich brachte, und ließ ihr die würzigsten und leckersten Pasteten backen, mit Spezereien und wohlschmeckenden Gewürzen nach Möglichkeit zubereitet. Sie aber tat, als würde alles ihr Ekel erregen und aß, wenn sie dabei gesehen werden konnte, nichts oder nur sehr wenig. Des Nachts warf sie sich im Bette umher und ließ ihren Gatten keine Ruhe.
Er hielt ihre geheuchelten Leiden für wahr und kränkte sich sehr darüber, dass seine Gattin solche Schmerzen erdulden müsse, ließ auch eine Unmenge Arzneien für sie bereiten, ohne dass irgendein Erfolg sich einstellte, und da sie steif und fest behauptete, schwanger zu sein, wagten die Ärzte nicht, sie zur Ader zu lassen oder ihr auflösende Medikamente zu geben. Um der Gattin das Bett ganz einzuräumen, hatte sich der Mann in ein anderes Zimmer zurückgezogen. In dem Raum, in dem die Dame schlief, standen zwei Betten, ein größeres und ein mit Seidenstoff bespanntes Ruhebett. Sie wälzte sich bald auf dem einen, bald auf dem anderen und gab vor, dass sie keine Lage finde, die ihr Unwohlsein mildere. Als der Gatte sich aus dem Zimmer entfernt hatte, hatte er angeordnet, dass eine alte Amme von ihm, die im Haus lebte, mit der Pasqua schlafen solle, damit sie beide rasch zur Hand sein könnten, wenn die Dame sie brauche. Da die Dinge so standen, schlief sie meistens auf dem Ruhebette, und da es ihr schien, dass sie nun ihren Bullen kommen lassen könne, bezeigte sie der Pasqua ihr volles Vertrauen und gebot ihr, ihn kommen zu lassen. Die Magd suchte unverzüglich Giacomo auf und sagte ihm, dass sie ihn in der folgenden Nacht zur gewohnten Stunde erwarten werde. Dies war dem Jüngling sehr lieb. So stiegen denn Herr Gregorio und er, wie sie es gewohnt waren, in den Garten, erwarteten die Pasqua, die einen Augenblick her später sich zu ihnen begab, beim Ausgang des Gartens mit ihnen zusammentraf und dort auf Herrn Gregorio stieß. Da sie glaubte, er sei Bernardino, sagte sie ihm ganz leise den Plan, den die Dame entworfen hatte, um sich mit ihm den gewohnten Vergnügungen hinzugeben. Da Frau Menica mit Pasqua im großen Bett schlafe, hätte sich Madonna Lucrezia auf ihr Ruhebett gelegt. Er müsse sich dazu bequemen, sich hier zu entkleiden und dann ganz leise hinaufzukommen. Sie könne ihn nicht begleiten und auch nicht mehr hier verweilen, sonst würde Frau Menica, wenn sie erwachte, bemerken, dass sie nicht da sei. Er wisse ja den Weg und solle, wenn er entkleidet sei, ganz leise kommen. Die Türen würde er alle offen finden. Während die Pasqua diese Weisungen dem Herrn Gregorio vermittelte, war Giacomo hinten im Garten gewesen, um ein gewisses Geschäft zu verrichten, und kam gerade in dem Augenblick zum Bruder, als die Pasqua davonging. Herr Gregorio, der lange Zeit in Madonna Lucrezia verliebt gewesen war, fühlte von Neuem den begehrlichen Appetit in sich entstehen und die schon erloschenen Liebesflammen sich wieder entzünden. Da er wusste, dass sich schon Giacomo mit der Dame zärtlich vermischt hatte und es für sicher hielt, dass auch schon Bernardino an ihr fleischliches Vergnügen genossen hatte, machte er sich nicht viel Gedanken, sondern beschloss, die Gelegenheit, die das Glück ihm vor die Füße warf, auszunützen und der dritte Streiter in diesem zärtlichen Kriege zu sein, da er wusste, dass die Dreizahl bei den Alten eine vollkommene und heilige Zahl war, die bei allen ihren Handlungen die größte Verehrung genoss. So sagte er den Giacomo nur einen Teil von dem, was er von der Pasqua vernommen hatte, und verschwieg das Übrige. Nachdem sie sich also ausgekleidet und die Kleider unter der Laube hingelegt hatten, stiegen sie leise die Treppe hinan, erreichten das Zimmer, und da sie fanden, dass dessen Türe nicht geschlossen war, sagte Herr Gregorio seinem Bruder ins Ohr: »Höre mich an, Bruder, hüte dich, zur Madonna Lucrezia ein Wort zu sprechen, weil bei ihr der alte Hausdrachen schläft. Wenn die dich hört, dann ist unser ganzer Spaß verdorben. Spiele den Stummen und vergnüge dich. Und weil ich in der Dunkelheit sicherer gehen werde als du, reich mir die Hand, damit ich dich zur Seite deiner Dame geleite. Komm geradewegs hinter mir drein.« So führte er ihn und ließ ihn zur Seite der Pasqua niederlegen. Er aber ging weiter dorthin, wo Madonna Lucrezia lag, zu der er sich hinlegte, und durch einen Betrug die von ihm so heiß begehrte Frucht pflückte, die ihm bisher trotz seiner Bitten nicht gewährt worden war. Obwohl die Dame durch viele Anzeichen die Überzeugung gewann, dass der Mann, der sich zu ihr gelegt hatte, sicherlich nicht Bernardino sei, wagte sie dennoch mit Rücksicht auf die Alte, die sie oftmals husten hörte und die erwacht war, keinen Laut von sich zu geben. Auch die Pasqua ward es ihrerseits sehr wohl gewahr, dass es nicht Ferrante sei, der ihr das Fell kraulte. Sie bedauerte dies zwar über die Maßen, wagte aber auch aus Angst vor der Alten kein Wort zu sprechen. Bei sich dachte sie, um Gottes Willen, was bedeutet das? Sicherlich haben die beiden mich nicht verstanden. Ferrante wird hingegangen sein und sich zu meiner Herrin gelegt haben, und der bei mir liegt, ist Bernardino. Wenn die Dame den Irrtum merkt, so wird sie, so wahr wie an Gott, daran glauben, dass ich es mit Absicht gemacht habe, und ich werde mein Lebtag keine Ruhe vor ihr haben. Aber ich bin ganz unschuldig daran. Und wenn sie mich nicht verstanden haben, was kann ich tun? Als die Zeit herangekommen war, sich zu erheben, sagte Giacomo der Pasqua ganz leise ins Ohr, dass er ganz gewiss in der folgenden Nacht wiederkommen werde. Nun wusste aber Gregorio sehr wohl, dass diese Neuerung sich nicht lange halten könne, ohne dass sie entdeckt würde, denn er zweifelte daran, dass die Frau den Betrug nicht schon jetzt gemerkt hätte, und außerdem wurde Bernardino von Tag zu Tag erwartet. Darum wollte er so lange wie möglich sich der Madonna Lucrezia erfreuen, geschehe nachher, was wolle. Nachdem sie sich also ohne irgendeinen Lärm zu machen erhoben hatten, kehrten sie nach Hause zurück. Herr Gregorio freute sich über die Maßen des Streichs, den er seinem Bruder gespielt hatte, und fragte Giacomo im Gespräche, wie er die Nacht verbracht habe. »Ich will euch die Wahrheit sagen«, erwiderte Giacomo, »Madonna Lucrezia schien mir nicht mehr dieselbe zu sein.
Ich habe sie zwar groß und schlank gefunden wie früher, aber sie hatte keinen so holdseligen Atem mehr wie sonst, sondern ihr Geruch ist mir vielmehr ein wenig derb erschienen. Auch hatte ihr Körper nicht mehr jene Zartheit des Fleisches, den er gewöhnlich hatte, vielmehr kam es mir so vor, als hätte ich heute eine Gänsehaut berührt, während ich früher reines Elfenbein zu fühlen glaubte. Ferner fand ich ihre Hände auch hart und rau und weiß nicht, was ich davon halten soll. Zu diesen Worten des Bruders lachte Herr Gregorio aus vollem Halse und sprach zu ihm, als ob er sich über ihn lustig machte. Ich weiß nicht, wie es möglich sein könnte, dass sie sich in so kurzer Zeit so stark verändert habe. Dies kann nur durch irgendeinen Unglücksfall geschehen sein. Aber sie wird schon wieder zu ihrer natürlichen Gestalt zurückkehren. Andererseits sahen Madonna Lucrezia und Pasqua, die beide wussten, dass sie in der letzten Nacht die Liebhaber getauscht hatten, einander wie die scheuen Hunde an, glaubten aber die eine von der anderen, dass sie vielleicht die Täuschung nicht gewahr geworden wäre, und schwiegen beide. Madonna Lucrezia dachte nach und sprach zu sich selbst. Leichtlich konnte es geschehen, dass diese versoffene Magd nicht bemerkt hat, dass wir die Männer getauscht haben, und es wäre eine Torheit von mir, sie auf etwas aufmerksam zu machen, was sie möglicherweise nicht weiß, und meine Schande aufzudecken. Wer weiß auch, ob ich mich nicht täusche und ob ich nicht einen falschen Verdacht habe und mein Gehirn nicht ein wenig verwirrt ist, da ich ja die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Ich sagte jedoch der Magd, dass sie Bernardino von dem Tausch der Betten verständigen solle, und sie berichtete mir, sie habe das gewissenhaft getan. Auch die Pasqua wagte nicht, der Herrin ein Wort zu sagen und beschloss, sobald sie Bernardino oder Ferrante wieder erblickte, ihnen neuerlich zu sagen, wie sie die Lagerstätte getauscht hätten. An demselben Morgen traf Bernardino in Vicenza ein, da er tags vorher von Venedig abgereist war. Nachdem er mit seinen Brüdern gespeist hatte, ging er, um nach seiner Liebsten zu sehen. Die Pasqua sah ihn, und da sie glaubte, er sei derjenige, der in der vergangenen Nacht bei ihr gelegen hatte, lief sie aus dem Hause und ihm entgegen, um ihm besser klarzumachen, in welcher Ordnung sie schliefen, damit in der folgenden Nacht nicht wieder ein Irrtum vorkomme. Als sie ihn erreichte, begrüßte sie ihn, und er gab ihr den Gruß zurück und fragte sie, wie es ihrer Herrin ginge. »Gut«, erwiderte sie, »euch zu dienen, und für diese Nacht erwarten wir euch für ganz gewiss. Aber um Gottes liebe Willen gebt Acht, dass ihr euch nicht täuscht, denn die Dame schläft in meinem Bett und ich in dem ihren, zusammen mit Frau Menica. Aus diesem Grunde werde ich nicht weiter nach euch sehen, sondern wenn ihr merkt, dass alles ruhig ist, so kommt nur herauf, aber erinnert euch, keinen Irrtum zu begehen.« Bernardino wollte ihr irgendetwas antworten, es kamen aber Leute hinzu, so dass die Pasqua weitergehen musste und der Jüngling nichts mehr sprechen konnte. Die Nacht kam, von allen drei Brüdern mit größter Sehnsucht erwartet, desgleichen auch von Ferrante. Herr Gregorio glaubte nicht, dass Bernardino schon in dieser Nacht ausgehen wolle, da er denselbigen Tag erst aus Venedig angekommen war. Er verließ mit Giacomo das Haus, alle beide begaben sich in den Garten, entkleideten sich, ließen die Kleider unter der Laube und traten in den Hof, um besser zu sehen, wann die Lichter in dem Hause ausgelöscht werden würden. Als ihnen schien, dass alles ruhig sei und sich niemand mehr außer Bette befinde, stiegen sie leise die Treppen hinan und betraten in größter Stille das Zimmer der Dame, und zwar genau so, wie sie es in der vergangenen Nacht getan hatten, dieweil Herr Gregorio neuerlich seinen Bruder betrog und ihn zur Seite der Pasqua führte, während er zu Madonna Lucrezia ins Bett stieg. Sie ermunterte sich gleich und empfing voll Liebesbegier den Herrn Gregorio, indem sie wähnte, Bernardino an sich zu ziehen. Aber alsbald ward sie es gewahr, dass dies nicht ihr Liebhaber sei, und vermutete, dass Bernardino Ferrante zu Hause gelassen und einen anderen Gefährten mit sich gebracht hatte, da sie meinte, dass Ferrante kein so zartes Fleisch und keine so zarten Hände haben könne, wie der Mann, der bei ihr lag. Herr Gregorio war ein sehr zarter und schöner Mann, obgleich seine Schönheit geringer war als die seiner Brüder. Die Dame kränkte sich über die Maßen, wusste aber nicht, was sie beginnen sollte. Gern hätte sie geschrien, aber sie fürchtete sich, vor der Alten zu beschämen. Sie glaubte auch, dass vielleicht der Mann, der bei ihr lag, glaube, bei der Pasqua zu sein, und dies linderte ein wenig ihren herben Schmerz. Darum ließ sie sich ganz kalt genießen, ohne etwas zu Herrn Gregorio zu sprechen, der bemerkte, dass die Dame auf die Täuschung gekommen war und es sich innerlich lachend angelegen sein ließ, sich zu vergnügen. Auch die Pasqua war darüber im Klaren, dass der Jüngling, den sie bei sich hatte, nicht Ferrante, sondern Bernardino sei. Sie hielt sich für die unglücklichste und leidbeladenste Frau, die es jemals gegeben habe, und verfluchte die Anwesenheit der Menica. Denn wenn sie nicht im Zimmer gewesen wäre, dann hätte sie Alarm geschlagen und gerufen, woraus die Dame hätte erkennen können, dass an diesem ungeheuren Betrug sie nicht die geringste Schuld treffe. Madonna Lucrezia schmerzte es sehr, dass auf diese Weise mit ihr ein Spiel getrieben wurde. Sie glühte von Neid und Eifersucht und konnte es nicht vertragen, dass dieses unverschämte Weibsbild von einer Magd sich an ihrem teuren Bernardino erfreuen und ihn die ganze Nacht in ihrem Arm halten dürfe. Und dies wurmte sie viel mehr und zerriss ihr das Herz viel schmerzlicher als alles andere.
Aber lassen wir die beiden Frauen teils in Leid und teils in Freud, weil es nicht gut möglich war, dass sie an den Umarmungen und zärtlichen Küssen nicht doch ein wenig Vergnügen empfanden. Nicht lange nach den Brüdern verließ Bernardino mit Ferrante das Haus. Sie stiegen in den Garten, wo sie eine gute Weile blieben, weil Bernardino vergessen hatte, dass die Basqua ihm gesagt habe, sie könne nicht kommen, ihn zu holen. Schon war ein großer Teil der Nacht verstrichen und Bernardino hatte sich sehr oft über die Basqua erzürnt, desgleichen auch Ferrante. Plötzlich erinnerte sich Bernardino der Worte der Magd, teilte sie Ferrante mit und sie entschieden sich dafür, nachzusehen, ob das Zimmer der Frauen offen sei. Als sie es geschlossen fanden, dachten sie, dass irgendein Zwischenfall eingetreten sei, darum machten sie sich auf den Rückweg. Und als sie durch den Garten gingen, bemerkten sie die Kleider der Brüder und die Leiter. Da sprach Bernardino: »Das sind treue Frauen, der Teufel soll sie holen. Ich habe dieses Weib mehr geliebt als mein eigenes Leben und habe mich ihretwegen in Venedig 1000 zärtlicher Vergnügungen, die ich mir dort hätte verschaffen können, enthalten. Nun möge sie in Gottes Namen dahinfahren. In Zukunft soll kein Weib mehr mich zum Besten haben, denn ich will ihm nur mit dem Pfand in der Hand trauen und sonst nicht.« So beklagte sich Bernardino und schmähte die Weiber. »Und ich kann euch sagen, dass Ferrante die Zunge nicht zwischen den Zähnen hielt, sondern schlimm und schlimmer lästerte und seinen Herrn dazu aufforderte, sich ein angenehmes Leben und Vergnügen mit jedem Weibe zu verschaffen, das ihm unter die Hände komme. Glaubt ihr, dass dies das erste Mal ist, dass diese Weiblein derartiges aufgeführt haben? Es ist nicht das erste Mal und wird noch viel weniger das letzte Mal sein, weil sie so viele Männer begehren, wie sie nur erwischen können, und nie satt oder überdrüssig werden.« Da sie alle beide voll Galle und Ärger gegen die Weiber waren und eben fortgehen wollten, sagte Ferrante zu seinem Herrn gewandt: »Wollen wir diese Kleider hier lassen?« »Ich würde sie nicht hier lassen, mögen sie nun wem immer gehören.« Bernardino wollte zwar nicht, dass die Kleider mitgenommen würden, aber Ferrante nahm sie, zusammen mit der Leiter, und sie verließen den Garten. Hierauf schulterte Ferrante die beiden Leitern, nahm die Kleider über den Arm und sagte: »Bei allen Heiligen, es wäre wohl getan, wenn wir all unser Hausgesinde aufwecken würden, sie sich bewaffnen ließen und den beiden, die bei den Weibern sind, einen üblen Streich spielten.« Unter solchen Gesprächen gelangten sie nach Hause, wo selbst sie die Kleider entrollten und deutlich erkannten, dass sie Herrn Gregorio und Giacomo gehörten. Nun war Bernardino sehr unzufrieden damit, dass die Leiter entfernt worden war. Die Dämmerung war schon nahe und da es Zeit war, sich zu erheben, verließen die beiden Brüder die zwei Frauen, die in Erkenntnis der Täuschung sehr unzufrieden waren, und begaben sich in den Garten hinab. Sie fanden dort weder Kleider noch Leiter. Geärgert und erstaunt bestiegen sie mit größter Mühe und so gut sie konnten die Laube und ließen sich von dort auf die andere Seite der Mauer herabfallen, wobei sie sich kein anderes Leid taten, außer dass sie sich ein wenig die Beine schürften, da sie ohne Strümpfe und ohne Schuhe waren. Kaum waren sie auf dem Erdboden, als Bernardino und Ferrante eiligen Schrittes herankamen und sich mit den Kleidern und der Leiter zu ihnen gesellten. Wenn einer ihnen hätte ins Gesicht sehen können, dann weiß ich nicht, welchen von ihnen er mehr verstört und verschämt gefunden hätte, denn sie waren es alle vier, in gleicher Weise. So kehrten sie, ohne Zeit zu verlieren, alle in einem Trupp nach Hause zurück. Bernardino kränkte sich sehr über Giacomo, der sich vermöge der Ähnlichkeit des Gesichts für ihn ausgegeben und seine Geliebte so getäuscht habe. Giacomo entschuldigte sich und erklärte, dass er nie etwas davon gehört habe, dass jener mit der Dame eine Liebschaft unterhielte. Wenn er es gewusst hätte, dann hätte er sich niemals mit ihr eingelassen. Da trat Herr Gregorio zwischen die beiden Brüder und sprach zu Bernardino: »Ei, Brüderchen, wenn Gott dir Vernunft schenkt, sage mir doch, wie und wann du begonnen hast, dich mit den Weibern zu verständigen. Das, was für Giacomo und mich daraus gefolgt ist, das weiß ich nur allzu gut.« Bernardino gewann die Besinnung wieder zurück und erzählte ausführlich die ganze Geschichte seiner Liebe, wie sie sich begeben hatte. Darauf erzählte Herr Gregorio, wie er mehr Grund als sie habe, sich zu erbittern, weil er früher als sie in die Dame verliebt gewesen sei, und riet ihnen, für die kurze Zeit, die Giacomo in Vicenza bleiben sollte, sich zu verständigen und abwechselnd sich der Dame zu erfreuen. Und obwohl es Bernardino nicht recht war, dass er erfahren musste, dass Giacomo die Dame auch schon genossen habe, fügte er sich in den Rat. Als die beiden Frauen sich des Morgens erhoben, blickten sie einander mit scheelen Augen an, derart, dass schließlich die Basqua erschreckt über einen wütenden Blick ihrer Herrin ihr sagte: »Madonna, ich habe daran keine Schuld, weil ich die beiden sehr deutlich auf den Tausch der Betten aufmerksam gemacht habe und es ihnen öfters wiederholte. Ich weiß nicht, wie es kam, dass die Sache doch so endete. Ich meinerseits bin nicht übermäßig betrübt darüber, nur um euretwillen kränkt es mich.« »Dies will ich wohl glauben, du Luder«, erwiderte Madonna Lucrezia, »dass dir es nicht leid tut. Gott möge dich so traurig machen, wie ich es wünsche, glücklich zu werden. Du hast bei dem Handel nichts verloren, wenn ich nicht etwa mir beifallen lassen sollte, Augen dir aus dem Kopf zu reißen. Aber ich will es dir mit doppelten Zinsen heimzahlen und die Küsse von Bernardinos süßen Munde sollen dir noch bitterer vorkommen als Wermut und Galle.
Die arme Magd weinte bitterlich und wiederholte immer, dass die Schuld nicht an ihr liege, sondern dass sie die beiden verständigt habe. Die Dame wollte aber keine Entschuldigung gelten lassen und behauptete, dass sie es hätte bemerken müssen, dass der Mann, der bei ihr lag, nicht Ferrante war. »Allerdings habe ich es nur allzu gut bemerkt«, erwiderte die Pasqua, »aber was hätte ich da tun sollen? Ich hatte zu viel Angst, dass die alte Hexe, die Menica, nicht merke, dass ein Mann bei mir sei und dass unsere Schliche entdeckt würden, was ein allzu großes Unglück und ein solcher Makel gewesen wäre, dass alles Wasser des Baccellione nicht hingereicht hätte, ihn abzuwaschen. Liebe Madonna, ich zitterte vor Angst, dass diese verräterische Alte nicht aufwache und die Seufzer Bernardinos höre, der, soweit ich es beurteilen kann, glaubte, ich sei ihr, mich eng und enger umarmte und mir süße und zärtliche Küsse gab, mit diesem zuckrigen Munde, der ganz von Süßigkeit erfüllt zu sein scheint. Solches hatte Ferrante niemals zu tun gepflegt. Diese von der Pasqua unschuldig ausgesprochenen Worte erhöhten erstaunlicherweise den Schmerz und den Grimm der Dame, und wäre die Pasqua nicht Mitwisserin aller der Schliche ihrer Herren gewesen, dann hätte diese in ihrer Wut die Magd Glied um Glied zerfleischt. Aber die Pasqua sagte, als sie den Zorn der Dame sah, demütig zu ihr: »Madonna, was soll es euch nützen, wenn ihr mir zu Unrecht so viel Schläge gebt, wie ihr mir geben wollet? Ich habe doch für euch so viel Mühe auf mich genommen, dass ihr mir diesen kleinen Irrtum verzeihen müsst.« »Ein kleiner Irrtum erscheint dir das?« rief die Frau. »Schön, schön, wir wollen darüber noch abrechnen.« So wechselten sie noch eine Menge Worte. Plötzlich fiel der Pasqua aber ein guter Ausweg ein und sie sagte: »Madonna, ihr wisst wohl, dass man zu sagen pflegt, eine verborgene Schuld dürfe man keine Schuld nennen. Ich bin der festen Überzeugung, dass weder Bernardino noch Ferrante den Irrtum bemerkt haben, weil sowohl ihr mit Ferrante als ich mit Bernardino in den letzten Nächten kein Wort gesprochen haben, aus Angst vor der verfluchten Alten. Wenn darum einmal der Herr wieder fortgeht, dann könnt ihr der Menica sagen, dass ihr euch schon wieder besser fühlt, dass ihr sie nicht mehr nötig habt und dass sie wieder auf ihr Zimmer gehen könne. Dann werden wir Bernardino und Ferrante kommen und das Licht im Zimmer brennen lassen. Dann werden wir nach Belieben sprechen können und auf solche Weise wird keine Gefahr einer neuerlichen Täuschung bestehen.« Durch diese Worte war Madonna Lucrezia recht befriedigt und versöhnte sich mit der Pasqua, indem sie sich dazu entschloss, den Rat zu befolgen, den sie ihr gegeben hatte. Nicht lange darauf ergab sich die Gelegenheit, dass der Gatte verreiste, und sie ließ die Liebhaber zu sich kommen. Bernardino und Giacomo, die sich miteinander verständigt hatten, kamen einmal der eine und einmal der andere in Begleitung des Ferrante, schliefen bei der Dame und unterhielten sich dabei aufs Beste. Dann reiste Giacomo ab und kehrte nach Rom in den Dienst des Kardinals Soderino zurück. So blieb Bernardino allein im Besitz der schönen Dinge der Dame, die ihn jedes Mal, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergab, kommen ließ, um bei ihr zu schlafen. Dieser Verkehr zwischen den beiden dauerte Monate und Jahre. Schließlich aber wurde durch die Geschwätzigkeit des Ferrante die Sache so sehr verbreitet, dass sie bis zu den Ohren der Madonna Lucrezia gelangte, die, nunmehr sicher, dass sie mit allen drei Brüdern geschlafen habe, sich für die betrübteste Frau in der Welt hielt, sich von dem ganzen Unternehmen zurückzog, den Worten des Bernardino kein Gehör mehr geben wollte, sondern beschloss, ehrbar zu leben. Einige Leute sagen auch, dass Herr Gregorio dem Giacomo und Bernardino irgendein Märchen auftrug, um die Dame zu täuschen und wollte, dass die beiden zusammen zu ihr gehen und ihr zu verstehen geben sollten, dass der eine der Schutzengel des anderen sei. Alle beide seien bei ihr im Zimmer gewesen und die Weiber über die Maßen voll Erstaunens, da sie nicht unterscheiden konnten, welcher von beiden Bernardino sei, und dass sie dann an Ort und Stelle den Platz gewechselt hätten und abwechselnd bei der Herrin und bei der Magd gelegen hätten. Meine Großmutter aber hat mir erzählt, dass die Sache sich so zutrug, wie ich berichtet habe, und ich bin gerade zur richtigen Zeit mit meiner Geschichte fertig geworden, denn ich höre, wie die Hunde der gnädigen Frau anschlagen, was ein Zeichen dafür ist, dass sie soeben zu uns herabkommt.